Ja, erstmal herzlich willkommen zu Folge 6 von Modern Koi Home Entertainment. Ich habe heute ein kleines Inhaltsverzeichnis gemacht, dass Sie von Anfang an, wenn Sie das Startbild sehen, dass Sie schon wissen, um was es in der heutigen Folge geht. Zum einen habe ich gerade hier vorbereitet und werde ich jetzt dann gleich damit beginnen. Wir werden den Futterversuch aufbauen. Sie haben gesehen, gestern haben wir drei weitere Sorten Testfutter bekommen. Wir hatten ja schon eine vierte, da habe ich gestern dann abends, spät abends noch die finale Auswertung bekommen, wo auch ganz klar gezeigt wurde, dass das Futter über alle Varietäten hin funktioniert. Auch das ist ein wichtiges Thema. Wir wissen, die Koi, das sind Hochzuchten und da wurden natürlich verschiedene Varietäten ganz eng gezüchtet. Und das kann natürlich auch zu physiologischen Eigenarten führen, dass man sagt, beim einen funktioniert, bei der einen Varietät funktioniert das Futter, bei der anderen nicht. Aber die Linien Wachstum und Gewichtszunahme sind alle parallel. Und der Professor, der es ausgewertet hat, mein Freund Horst, der hat gesagt, wow, Gruppe 1, nee, halt, Gruppe 4 ist ja der absolute Wahnsinn, wie die abgehen. Und in die Gruppe 4 habe ich alle Varietäten gepackt, wo Karashi-Blut mit drin ist. Und ich kann Ihnen das irgendwann mal zeigen, spätestens, wenn wir das Futter auf den Markt bringen. Das ist unglaublich, und wie viel die mehr performen. Und da haben wir jetzt wirklich mal einen wissenschaftlichen Beweis, weil der Versuch wurde unter wissenschaftlichen Bedingungen angelegt, dass das so funktioniert. Dazu aber gleich mehr. Dann werden wir heute einen Teich von Jürgen zeigen. Wir werden Makoto, ich habe Makoto gebeten, uns jeden Tag einen Beitrag zu schicken über die Arbeit auf der Farm. Jetzt beginnt dann auch die Ikeire, sprich die Koi gehen in den Naturteich raus. Die Jumbo-Tosai-Selektion findet statt, etc. pp. Da hat er mir heute Morgen eine Datei geschickt, die allerdings noch nicht da ist. Ich hoffe, das klappt, wenn nicht, dann morgen. Dann werden wir ein Thema zum Pumpenleistung und Stromverbrauch werden wir machen. Da geht es aber eigentlich überwiegend mal um Stromverbrauch bei Oasepumpen. Dann werden wir einen Teich vom Oliver zeigen. Dann haben wir nochmal einen Beitrag von Makoto. Dann schauen wir uns an, welche Folgen es hat auf den Sauerstoff, wenn wir die Temperatur in einem Becken nur um 1 Grad erhöhen. Auch das sehr interessant. Und last but not least, den Teich von Thomas. Aber beginnen tun wir mit dem Futterversuch, den wir hier aufbauen. Und da werden wir unsere Kleinen, die wir da hinten drin haben, die werden wir umziehen müssen. Da habe ich jetzt gerade schon ein anderes Becken freigeräumt. Um was geht es? Wir wissen bei dem einen neuen Futter, dass wir gegen das Number One getestet haben und dass mal grundsätzlich auf der Basis vom Number One ist, dass es sensationell funktioniert. Nun weiß ich aber momentan nicht, funktioniert es dann auch über unsere andere Qualitäten? Funktioniert es auf Nihon-Basis, auf Wachstum, Farbe, auf Grün, auf Black Label? All diese Rezepturen haben wir ja noch nicht getestet. Und nur weil es beim einen funktioniert, und das habe ich Ihnen gestern gesagt, minimale Unterschiede können gigantische Wirkung haben, wenn die Nährstoffe, die Futterverwertung etc. pp. Nicht auf die Physiologie des Karpfen passt. Und darum wissen wir mittlerweile, wir müssen testen, 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 testen. Und was machen wir im ersten Schritt? Das ist nicht wissenschaftlich. Ich nenne es immer, das ist ein Vorversuch. Wir gehen her, setzen in diese vier Becken jeweils 15 Karashi-Goi, Jumbo-Tosai, ca. 30 bis 40 cm. Die müssen nach einem möglichst großen Zufallsprinzip ausgewählt werden. Wie wir das machen, erkläre ich Ihnen gleich. Und dann werden wir die unter gleichen Bedingungen, darum sind auch die Becken alle gleich groß, haben alle den gleichen Filter, werden die unter gleichen Bedingungen mit gleicher prozentualen Fütterungsrate, werden die dann großgezogen, alle 2 Wochen gemessen und gewogen und das so lange, bis sie ihr Gewicht einmal verdoppelt haben. Auch wenn es nicht wissenschaftlich ist, wissenschaftlich würden wir die dreifache Anzahl an Becken benötigen, die haben wir jetzt gerade nicht in der Saison, schon mal gleich dreimal nicht. Aber wir und auch Sie werden sehen, weil ich werde Ihnen die Daten zeigen, gerade was Wachstum, Größe, Wasserqualität angeht. Die Wasserqualität werden wir zweimal am Tag, werden wir die Sauerstoff, pH-Wert, Temperatur, Ammonium, Nitrit und einmal am Tag Nitrat und Phosphat. Und Sie werden sich wirklich wundern, wie die Unterschiede sind. Das ist brutal. Und dann werden Sie hoffentlich auf das Futter genauso für das Thema Futter genauso sensibilisiert, wie ich mich in den letzten 2 Jahren darauf sensibilisiert habe. Es ist wie beim Menschen. Man füttert Schrott und es kommt Schrott dabei raus und man ernährt sich vernünftig und es kommt was Vernünftiges dabei raus. Sie wissen, ich lebe seit einiger Zeit vegan. Ich kann Ihnen heute noch nicht versprechen, ob ich das durchziehen werde. Es ist eine brutale Herausforderung. Ich habe 5 Kilo abgenommen. Das sehen Sie natürlich. Das wollen Sie doch jetzt sagen. Nein, ich habe 5 Kilo abgenommen, nehme immer noch ab. Ich kann gar nicht so viel essen, dass ich die Energie in meinen Körper reinbekomme. Auch das ist interessant, hat natürlich mit den Koi hier überhaupt nichts zu tun. Also, ich werde jetzt als erstes, da zeige ich Ihnen immer mal wieder welche, aber Sie brauchen nicht zuschauen, wie ich 60 Karashis chip und wieg und mess. Und ich zeige Ihnen ein paar und der größtmögliche Zufall,
nachdem wir sie nachher aussuchen. Der darf hier nicht am Becken stattfinden, das vielleicht nochmal vorab. Also ich darf jetzt nicht da, hier lege ich den und hier mache ich den, sondern wir werden die messen, wiegen, mit einem Chip versehen, werden eine Excel-Tabelle machen und werden dann über die Excel-Tabelle 4 Gruppen erstellen, die möglichst gleiches Gewicht jetzt haben und auch eine möglichst gleiche Größe haben. Da gibt es einen Trick, wie man das macht. Da ist mir das letzte Mal bei 196 Fischen aufgefallen. Das hat dann bei 196 Fischen in 6 Gruppen bis auf 50 Gramm Unterschied in der Gruppe gepasst. Und nur wenn es nach möglichst großem Zufallsprinzip gemacht wird, kann man auch nachher sagen, dass die Zahlen, die man hat, auch irgendwo belastbar sind, wenngleich diese Zahlen noch nicht so in dem Maße belastbar sind, wie wenn man den Versuch jetzt dreimal parallel ablaufen würde, aber belastbar genug, um mal darüber einen ersten Eindruck zu gewinnen. So, ich fange jetzt damit an. Wir schauen uns so lang mal den Teich von Jürgen an. Dazu viel Spaß und Jürgen, vielen Dank, dass du eingeschickt hast. Ja, auch Jürgen hat uns ein Video seines Teiches geschickt und ein relativ langen Erklärungsbrief dazu. Hallo Martin, nach deinem tollen Aufruf kann ich nicht widerstehen. Mein Teich habe ich 2003 gebaut. Ursprünglich war er nur als Naturteich geplant. Deswegen hatte ich auch nur eine kleine Filteranlage gebaut. Später kamen die ersten Fische, kleine Goldorfen in den Teich. Irgendwann habe ich von einem Freund einige seiner Koi-Babys, oh ja, heißen ja Tosai, bekommen. So begann mein Koi-Hobby. Ich kaufe einige Koi bei einem örtlichen Händler. Leider entwickeln sich diese Fische nicht wirklich gut. Dann begann ich damit, meinen Fischen ein vernünftiges Futter zu geben. Die Marke dürfte dir ziemlich bekannt sein. Konishi. 2009 baute ich unter meine Terrasse einen Platz für einen Mehrkammerfilter. Alles lief seitdem sehr gut. Leider gab es dann plötzlich kein Konishi mehr bei dem Händler, mit dem wir damals zusammengearbeitet haben. Zusammen mit einem Freund haben wir dann andere Futtersorten probiert. Ich habe keine Ahnung, ob es vom Futter gekommen ist. Sowohl bei mir als auch bei meinem Freund starben einige Fische an Tumoren. Da ich das Futter verdächtigte, google ich einfach nach Konishi und siehe da, ich wurde fündig. Seitdem füttern wir wieder Konishi. Dann kam noch dein Blog dazu. Dadurch hat sich Konishi irgendwo in meinem Hirnlappen eingebrannt. Ich habe im letzten Jahr einige kleine Änderungen aufgrund deiner Videos vorgenommen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Koi von euch. Das können wir abändern. Nun zu den Daten. Mein Teich hat ein Volumen von 21 bis 22 Kubikmeter. Die Flachwasserzone hat eine Tiefe von 80 cm. Aus diesem Bereich habe ich die großen Kois ausgesperrt, damit meine Seerosen eine Chance haben. An der tiefsten Stelle in 1,40 Meter Tiefe ist ein normaler Bodenablauf KG100. Im flachen Bereich befinden sich noch ein Skimmer KG100. Der Mehrkammerfilter, ca. 100 Liter Volumen, habe ich gepimpt. In der ersten Kammer, dem Vortex, wurde ein Siebfilter installiert. Dieser wird von einer Aquaforte im Vario 10.000 angetrieben. Der Siebfilter funktioniert seit der Montage vor einem Jahr reibungslos und wird alle 2 Wochen gereinigt. In der zweiten Kammer befinden sich nach wie vor Bürsten. Die sind aber kaum mehr verschmutzt. Sie dienen auch als Backup, falls der Siebfilter ausfällt. Die Öffnung zu den nächsten Kammern habe ich alle deutlich vergrößert. Im Up-and-Down-Prinzip geht es weiter in die dritte und vierte Kammer. Diese sind mit Japanmatten gefüllt und werden von unten belüftet. Neu dazukommen ist ein 400-Liter-Behälter. Dieser habe ich mit 300 Liter Helix 25 befüllt. Diesmal kommt das Wasser von oben an der Seite in den Behälter belüftet, wird von unten. Weiter geht es zur alten Filterkammer. Auch diese wird von unten belüftet. Sie ist mit ca. 250 Liter Helix gefüllt, Helix 17 gefüllt. Kürzlich habe ich beide Helixkammern ganz mit dem 25er Helix aufgefüllt. Das sieht man im Video. Die neuen sind die weißen. In der letzten Kammer sind 2 Aquaforte-Pumpen. Eine DM 10.000 führt zum Wasserfall, eine DM 20.000 zurück in den Teich. Zusammen bewegen sie ca. 15.000 Liter pro Stunde. Meine Filterkammern werden von einer Dongyang 40 belüftet. Gegen Veranlagen benutze ich das Mittel. Blablabla, mein Teich ist damit, wie auf den Videos zu sehen, immer schön klar. Momentan sind 19 Koi im Teich. Der größte ist zugleich mein erster Koi. Er ist irgendwas zwischen 80 und 90 cm lang. Die Kleinen sind alle Nachwuchs von meinem Dicken. So, jetzt habe ich genug geschrieben. Ich hoffe, dass ich im Mai ein paar Fische von euch bekomme. Schöne Grüße aus München, Jürgen. So, Jürgen, vielen Dank. Und jetzt haben wir hier 6 Videos. Sie sehen nur eins. Ich schaue mir alle 6 an. Hier geht es los. Ich gehe jetzt einfach der Reihenfolge nach. Das ist der Filter. Das ist der Siebfilter, wo das Wasser von außen nach innen durch muss. Und man sieht schön, außen ist das Wasser verschmutzt, innen ist es klar. Von dort aus geht es dann weiter
in die Filterbürsten. Die sieht man jetzt noch nicht so gut. Dann in die Japanmatten, da sieht man richtig schön, wie dick besiedelt ist. Man sieht auch, wie schön das Wasser ist. Dann die UV-Lampe, gut, Sie wissen, das mag ich nicht ganz so sehr, nicht nur aufgrund der Sicherheit, sondern auch, weil es keine geordnete Anstrahlung ist. Dann Japanmatten und hinten das Helix, was noch relativ weiß ist, aber zumindest das, was oben im Luftbereich hängt. Ja gut, das andere ist schön besiedelt. So, das zweite Video, das er uns geschickt hat, ist Filter 2. Geht 12 Sekunden, da zeigt er uns seine Filterkammer. Sehr ordentlich, sehr sauber alles. Dann, also am liebsten sind mir die Videos natürlich, wenn sie in einem Stück zusammenhängen. Dann kommt Video 3 direkt im Anschluss. Da sehen wir die Teichtemperatur mit 7,5 Grad. Und seine Steuerung von den DM Vario 10.000. Und seine Elektroinstallation. So, dann kommen wir zum nächsten Video, zur Nummer 4, immer noch Filter, das ist der Zusatzfilter, glaube ich, von dem er gerade gesprochen hat, auch eine Helixkammer, statisch, schön, um dass sich der letzte Schmutz noch sedimentiert, macht ein schönes klares Wasser und hier scheint es dann mit der Pumpe, zumindest einer Pumpe, direkt in den Teich zurückzugehen. Okay, im Anschluss schauen wir uns dann das erste Teichvideo an und in der Tat, das ist ein Teich mit einem extrem klaren Wasser. Gut, im Winter ist das nicht ganz so schwer, aber auch ein Teich, du hast, glaube ich, geschrieben 2,3 oder 2,6, ich glaube 2,3 hast du den Teich gebaut. Das waren so die klassischen Teichformen, in der Mitte ein Trichter, seitlich flach zum Ufer hin verlaufend. Du hast aber wenigstens Bodenablauf drin, aber ich glaube, du hast geschrieben, dass du das irgendwann mal nachgebaut hast. Die Koi sind super drauf für 7,5 Grad schwimmen, frei. Und wenn man das auf die Entfernung sieht, haben sie auch keine irgendwie Schleimhautverdickung oder sonst irgendwas. Video 2. Okay, hast du da zwischendrin Fische reingesetzt? Sieht irgendwie mehr aus. Die Kleinen hat man auf dem Video nicht gesehen. Auch eine schöne Uferbepflanzung. Sieht halt jetzt im Winter alles trist aus. Das kann man auch nicht vermeiden. Das ist jetzt einfach so. Aber ich würde auch viele von Ihnen, wenn wir mit dem Format fortfahren, würde ich dann bitten, wenn es mal alles wieder schön am Blühen und am Grünen ist, dass Sie dann nochmals ein Video schicken und dann können wir uns das ja nochmal anschauen und dann können wir auch auf den Blog jeweils verweisen. Nur sollten Sie mir immer dann sagen, in welcher Folge er schon mal war. So, Jürgen, vielen Dank, auch du glücklicher Gewinner eines kleinen Karashi-Goi. Ach, nicht Karashi-Goi, Tosai. So, Entschuldigung, ich sage immer Karashi-Goi. Es geht um die kleinen Tosai, die wir oben in der Aufzucht haben. So, die Koi sind alle gechippt, gemessen, gewogen und in die Becken unterteilt, wie gesagt, nach dem größtmöglichen Zufallsprinzip. Und da habe ich einen Weg gefunden, wie das ganz gut funktioniert. Und wir haben insgesamt, die Koi wiegen um die 11 Kilogramm. Das leichteste Becken ist, glaube ich, Becken 14 mit 11.028 Gramm. Die 15 hat 11.072 Gramm. Die 16 hat 11.108 Gramm. Und die 17 nachher 11.134 Gramm. So, der ist ein bisschen Unterschied, das macht im Prinzip gar nichts aus. Auch die Größen sind sehr eng beieinander. Und jetzt gilt es, die Koi auf die Becken, aufzuteilen. Dafür brauche ich ein Chiplesegerät und muss dann immer im Computer schauen, welcher Koi wohin kommt. Und ich weiß nicht, Sie sehen gerade vielleicht, dass hier schäumt ohne Ende. Das ist ein Effekt, den beobachte ich hier immer wieder, gerade im Becken, wo eng besetzt sind, wo viel gefüttert wird. Und in dem Moment, wo man die Fütterung aufhört, beginnt es plötzlich zu schäumen wie die Sau. So, ich stelle das jetzt so ein, dass Sie auch was sehen von den Gutsten. Und wir können noch höher gehen. So, dann sehen Sie auch was. So, dann fangen wir mal mit dem ersten an. Jetzt müssen wir mal gucken, dass eine Hand trocken bleibt, dass ich meinen Computer nicht absaufen lasse. Das ist die 3025.
3025. Gibt's nicht. 3225. So wird ein Schuh draus. Der geht in die 14. Da sind wirklich richtig geniale Tattigoi dabei. Er hier zum Beispiel. Der geht in die 15, das ist da, wo wir sind. Da haben wir hinten ein Netzgehege aufgebaut. Das ist halt alles Sisyphusarbeit jetzt, aber wenn die Versuche dann mal laufen und man ist nur noch aufs Füttern und Messen. 3070. Geht in die 16. Auch ein schöner. Also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gespannt ich bin. 3487. 15. Wie gespannt ich auf das erste und vor allem aufs zweite Ergebnis nachher bin. Weil das zweite ist dann noch aussagekräftiger als das erste. Von den Wasserwerten werden wir sehr schnell ein Ergebnis bekommen. 3481. Auch in die 15. Wasserwerte wird sehr schnell zeigen, wie gut das, wie unterschiedlich die Futter zueinander sind. Hier haben wir die 3265. Das ist auch die 15. Die 15 hat einen Lauf. Hier. Siebzehn. Ich schätze, dass so wie wir sie halten werden, dass wir 1 bis 2 cm Zuwachs pro Woche haben werden. 3040. Und das ist dann schon ordentlich. Wenn man das Spiel 4 Wochen macht. Übrigens, der kleinste war 32, der größte 38. So. Hier. Heute wird natürlich nicht mehr gefüttert, morgen muss ich dann Futter abwiegen. Ich habe Ihnen ja erklärt, auf die Futterautomaten kann man sich da nicht verlassen, die laufen zu ungleich. Die 17. Die 17 Lauf.
da sitzt. Eins, die 15. So, zwei, drei zeige ich Ihnen noch und dann nachher die Becken, wenn sie besetzt sind. Wie gesagt, alles Weibchen und alle derzeit noch richtig gute Tategoi. Das ist klar, die wachsen auch auseinander. Da gibt es dann schon irgendwann Unterschiede. So, wir machen mal Pause. Das wird dann auch irgendwann mal langweilig. Und nachher, wenn die Selektion fertig ist, schauen wir, wie gesagt, nochmals gemeinsam in die Becken rein und morgen geht dann das Management los. Der zweite Teich, den wir heute zeigen wollen, kommt von, jetzt muss ich nochmal schauen, da steht nichts drunter, doch, Oliver. Genau, von Oliver. Auch Oliver hat uns ein Video geschickt. Jetzt muss ich das hier nur groß machen, dass ich das auch lesen kann. Hallo Konishi-Team, hallo Martin Kammerer. Im Anhang stelle ich euch meinen Folienteich 10.000 Liter vor. Der Teich inklusive Filteranlage ist komplett selber gebaut und immer wieder an eure Blocks angepasst. Technisch Oase Aquamax 20.000 mit Skimmer, sehr schön, einer unserer Sponsoren. 500 mm Fließfilter, Eigenbau, 2x300 Liter Helix, 1x300 Liter Japanmatten. Im Sommer laufen die beiden Rieselfilter je ca. 90 Liter im Bypass. UVC Rosta 52 Watt Amalgam Belüfter 2x V60, einmal Teich, einmal Filter. Über eine Wärmetauscherspirale kann ich den Teich über Hausheizung über die Hausheizung geheizt werden. Im Teich sind 11 Koi, 30 bis 65 cm. Sollte euch der Teichfilter gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr ihn in eurem Blog vorstellt. Sollte er so gut gefallen, dass ihr den Teich einmal live sehen möchtet, seid ihr herzlich eingeladen. Viele Grüße aus Norddeutschland, Oliver. Oliver, jetzt schauen wir uns das an. Und das ist, was ich immer sage, man muss nicht den ganzen Garten fluten, um Spaß am Koi-Hobby zu haben. Schauen Sie sich diesen schönen, kleinen, netten Teich an. 11 Koi auf 10.000 Liter, die können da auch noch richtig drin wachsen, ist aber jetzt schon ein schönes Verhältnis. Und selbst wenn du dir noch zwei, drei schöne Konishi-Koi kaufst, ist er immer noch nicht überbesetzt. Und man merkt, die fühlen sich sichtlich wohl, sind auch wunderbar durch den Winter gekommen, sehen nicht abgemagert aus, haben so auf den ersten Blick auch keine Schleimhautveränderung. Die Technik im Teich, das macht jetzt die Fische nicht krank, sieht halt optisch vielleicht nicht ganz so schön aus, aber funktioniert ganz genauso. Das ist die Oase-Pumpe, die machen übrigens richtig Wumms, die Dinger. Und alles in allem ein wirklich toller kleiner Teich. Und ich glaube, wenn das im Frühjahr alles grünt und blüht, wie ich das vorher bei Jürgen am Teich schon gesagt habe, dann ist das ein schönes Kleinod, eine kleine Oase im Garten. Und eine Oase-Pumpe im Teich. Sehen Sie, Doppel-Oase, Oase hoch 2. So, jetzt gucken wir mal, wo uns hinführt, der liebe Oliver. So eine kleine Sitzecke, einfach schön zum Kaffee trinken. Zum Essen ist es ein bisschen zu klein. Also zwei große Teller passen, glaube ich, auf den Tisch nicht drauf. So, hinten, das ist Shiva, glaube ich, oder? Ist das Shiva? Die Statue, der Kopf, die gute Shiva. So. Jetzt geht es ab in die Filterkammer. Wir haben dich gerade im Schatten gesehen. Oh, das ist ja süß, wenn du die Finger wegspreizt. Geh nochmal kurz 5 Sekunden zurück, Richie. So, meine Tochter lacht mich immer aus, wie ich mein Handy halte. Gucken Sie mal, Oliver hat auch die Finger so weggespreizt. So trinke ich immer Bier. Finger weg vom Alkohol. So. Also. Jetzt führt er uns in die Katakomben. Hier, sein selbstgebauter Fließfilter. Also ich bin echt immer erstaunt, was die Leute da hinkriegen. Also ich würde das auch hinkriegen und das Ding würde auch 5 Sekunden laufen, aber danach könnte man das komplett en bloc wegwerfen. Unten kommt das Wasser rein.
also funktioniert nach einem anderen Prinzip wie der Genesis Fleece Filter. Rollt ins Freie auf, macht das nicht ab und zu einen riesen Gestank. Dann geht es in die Helixkammer, dann die 2x90 Liter. Sind das nur 90 Liter, hast du geschrieben? Du wolltest 900 schreiben, oder? Also 90 Liter würde mir, 900 passt eher, aber dann jetzt 20% Biologie. Täuscht vielleicht. Trägt vielleicht dick auf, weil der Filter Noppenfolie trägt. So. Also sieht handwerklich einwandfrei aus. Hinten sehen wir die Wasserstandskontrolle. Links oben der WPS, oder ich vergesse immer, WSP, Wasserstandspegelkontrolle. Ganz, ganz wichtig in gepumpten Anlagen, dass wenn irgendwann mal was passiert, dass der Teich nicht leer läuft. Jetzt hat er, ach, das ist der Sensor, das weiße, wenn das Wasser so weit ansteigt, dass das Wasser dort ansteht, dann wird der Teich, wird der Papierweitertransport eingeschaltet. Was willst du uns jetzt zeigen? Ah, zusätzliche Biologie noch. Also man sieht, du hast auch richtig nachgerüstet, Stück um Stück. Und wenn man so dein Wasser, deine Fische anschaut, das sieht alles top aus. Richtig gut. Gleich nochmal zwei Behälter. Biologie kann man nicht genug haben. Dann nochmal Japan-Matten. Funktioniert ganz genauso. Sieht man auch schön, wie die Biologie drin hängt. Doch, auch du bist ein Gewinner eines Toseis. Tolle Anlage, tolle handwerkliche Leistung. Schöner kleiner Teich, nicht den ganzen Garten geflutet. Gefällt mir. Also, Spitze. Und jetzt sieht man einmal das Verhältnis Garten zu Teich. So, die Koi sind unterteilt. Pro Becken 15 Stück, aber das wissen Sie ja schon. Heute gibt es nichts zum Fressen mehr. Und auf morgen werde ich dann die Futterautomaten einstellen. Wir werden bei 22 Grad und entweder 2,5 oder 3%, muss ich noch drüber nachdenken, täglicher Futtermenge mit 1,5% täglicher Steigerung anfangen. Und ja, da sind wir gespannt. Und ich werde Ihnen auch immer wieder von den Messergebnissen, von der Wasseranalyse, werde ich Ihnen Ergebnisse liefern. Da werden wir Zwischenergebnisse liefern. Da werden wir am Anfang, wird es vielleicht noch auseinanderlaufen, weil die Anlagen noch nicht im Gleichschritt sind. Das gibt sie aber relativ schnell. Ich schätze mal, nach einer Woche sehen wir, was die Wasserparameter angehen, in dem Temperaturbereich ziemlich genau, was vom Futter abhängt und was von der Ursprungssituation abhängt. Grundsätzlich sind die Becken in den letzten Monaten relativ gleich gefüttert worden. Sprich, die Filter haben die gleiche Leistung. Also von daher dürfte es passen. So, jetzt gehen wir mal wieder runter an die Testanlage und schauen da. Ja, so, heute mal ein kleiner technischer Gimmick. Das werden wir in den nächsten Tagen auch immer wieder machen. Es geht um Pumpen. Wir haben es schon öfters erwähnt. Wir fahren hier seit Jahren exzellent mit den Oase Aquamax Expert 21.000. Mittlerweile heißen die Modelle ein bisschen anders. Aber für alle, die Druck brauchen und die Pumpe schafft 8 Meter, kann ich nur empfehlen, auf diese Baureihe zu setzen. Die unterscheidet sich von der derzeit sehr populären Titanium dahin, dass er einfach eine sehr viel höhere Druckhöhe hat, von den, wie die besagten 8 Meter. Und die Aquamax, die fördert mehr Wasser mit weniger Leistung wie die Expert, aber halt entsprechend nicht auf die Höhe. Also wenn Sie irgendwas haben, wenn Sie einen Bioturm wollen, wenn Sie durch einen Beetfilter wollen, wenn Sie einen weit entfernten Bachlauf speisen wollen oder einen höheren Bachlauf, dann ist die Expert Oase Aquamax Expert Serie genau das, was Sie brauchen. Sie ist regelbar von 0 bis 100%, und heute wollen wir uns einfach mal anschauen, ob Oase auch das hält, was sie verspricht. Es sind 21.000 Liter auf 0, das können wir hier heute nicht testen, werden wir aber die nächsten Tage mal machen. Richie hat uns dankbarerweise sein Durchflussmengenmesser zur Verfügung gestellt. Mit dem muss ich mich noch anfreunden und dann können wir mal messen. Heute will ich Ihnen einfach mal was zur Stromaufnahme sagen. Oase sagt, und wir haben hier, können wir von allen Teilen, Bauteilen, die wir hier in der Testanlage angeschlossen haben, können wir genau schauen, wie viel Leistung wird dem Netz entzogen. Und Oase sagt, bei 100% nimmt die Pumpe 350 Watt. So. Jetzt gucke ich hier aufs Tableau, da stehen 340 Watt. Wie erklärt sich das? Weil eigentlich müsste man ja sagen, die können einen Motor bauen, das ist ja überhaupt gar kein Problem, der genau 350 Watt nimmt. Aber
Die Pumpe muss, weil sie bei uns an Beatfilter angeschlossen ist, muss sie gegen eine gewisse Leistung drücken. Und das ist eben das. Es gibt zwei Punkte, wo alle, die es nicht wirklich wissen, oder nicht alle, aber fast alle, die es nicht wirklich wissen, falsch liegen. Zum einen der Punkt, wenn eine Schlauchleitung dünn ist und das Wasser richtig schnell rauskommt, dann ist der Druck hoch, das ist falsch, dann ist der Druck niedriger, wie wenn ich die gleiche Schlauchleitung nehme, erweitere und auf einen größeren Durchmesser bringe, dann ist der Druck hoch, aber die Fließgeschwindigkeit gering. Also ist immer die Frage, Fließgeschwindigkeit und Druck ergeben am Ende die Leistung. So, um was es hier geht ist, auch hier ist ein häufiger Fehlglaube, dass wenn eine Pumpe angedrosselt wird, wenn die also das Wasser extrem hochdrücken muss oder wenn ich einen Kugelhahn habe, den ich schließe, dass dann die Pumpe entsprechend mehr Strom aufnimmt, also auch entsprechend mehr Leistung verbraucht, weil sie ja gegen viel mehr andrücken muss. Aber das ist falsch und man kann es ganz einfach dadurch erklären. Die maximale Stromaufnahme ist dann, wenn die Wasserleistung maximal ist, wenn also die Druckhöhe minimal ist. Warum? Weil dann wird am Laufrad die größte Arbeit verrichtet. Und das will ich Ihnen jetzt mal ganz kurz zeigen. Das ist ganz witzig. Wir gehen hier drauf. Ich zeige Ihnen, welchen Wert Sie anschauen müssen. So. Ich glaube, man sieht es. Ja, man sieht es schön. Sie müssen auf die 340 Watt achten. Ich gehe noch ein bisschen rüber. Genau, ich zeige es Ihnen nochmal. Also hier, ich habe jetzt die Pumpe gerade auf 100% stehen und jetzt gehe ich her und schließe mal den Kugelhahn zur Hälfte ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Hälfte der Literleistung ist und jetzt schauen Sie mal, was die Pumpe macht. Die geht auf 308 Watt runter. Und wenn wir jetzt mal den Kugelhahn komplett schließen, wenn also kein Wasser mehr gefördert wird, jetzt drückt sie auf die maximalen 8 Meter, fördert aber kein Wasser mehr und jetzt schauen Sie mal, jetzt sind wir bei 370 Watt. Das sind circa 20% weniger, wie das, was die Pumpe maximal aufnehmen kann. Ich mache es jetzt nochmal auf. Was die Pumpe maximal aufnehmen kann, wenn sie komplett geöffnet ist. Schauen Sie, und schuppdiwupp sind wir wieder bei den 340 Watt. Das ist interessant, dass die Werte auch so reproduzierbar sind. Was ich jetzt mal noch machen will, einfach, aber wie gesagt, wir sprechen nicht über die Literleistung. Jetzt sind wir von 100% auf 90% runtergegangen und das hat bei der Pumpe schon einen Rückgang der Leistung von über 10%, ja, von 340 auf 297. Dann gehen wir runter auf 80%, schauen wir uns auch mal an. 80% sind wir dann schon bei 253 Watt, also es ist ein bisschen mehr als 10%. Dann gehen wir mal auf 50. Vorher waren wir bei 340, da müssen sie ja jetzt normal 170 sein, wenn man sagen würde, die halbieren immer die Leistungsaufnahme. Und schauen Sie, 158 Watt. Und jetzt wissen wir auch, dass die Regelung, das wissen wir, dass das nichts mit dem Wasser zu tun hat. Jetzt gehen wir mal auf 10%. Dass das nichts mit dem Volumenstrom zu tun hat, sondern jetzt wissen wir, dass es mit dem Ding zu tun hat. Ah, jetzt muss ich aufpassen, jetzt fliegt wahrscheinlich gleich mein Ding raus. Bei 10 Watt sind wir noch, sehen Sie, jetzt ist rot. Das ist die Schutzeinstellung meiner Anlage. Jetzt merkt die Anlage, ups, da stimmt das mit der Pumpenleistung nicht. Und jetzt wird sofort aus Sicherheitsgründen Heizung und UV-Lampe ausgeschaltet. Die Pumpe läuft mal weiter, weil ich sage, das kann ja auch sein, dass die Pumpe nur eine Störung hat, aber trotzdem noch Wasser fördert. Aber aus Sicherheitsgründen muss Heizung und UV-Licht sofort ausgestellt werden, dass wenn tatsächlich kein Wasser mehr fließt, dass es durch die zwei Bauteile nicht zu einem Brand kommen kann und soll das Niveau im Becken abfallen, dann ist es zudem noch so, dass dann auch die Pumpe ausschaltet, weil ich sage, wenn ein Leitungsbruch ist, will ich natürlich nicht, dass das Becken noch ratzfatz leer gepumpt wird. Jetzt gehen wir wieder auf 85%. So betreiben wir hier die Anlage in der Regel, nicht in der Regel, sondern die großen Becken eigentlich fast immer. Und jetzt kann ich hier über Schaltbefehle, kann ich Heizung und UV-Licht wieder zuschalten und der Notruf ist noch nicht rausgegangen, das ist gut, das habe ich noch vorher abgewandt. Also, das mal nur als eine ganz kleine Logelei zu pumpen, wie sich das verhält. Also die Radialverdrängerpumpen, das sind alles selbstregulierende Pumpen, die je nach Anlagenkennlinie, gegen die Sie drücken müssen, sich Ihren neuen Betriebspunkt suchen und wenn der Druck gegen diese arbeiten muss, höher wird,
nimmt die Leistungsaufnahme ab, wenn natürlich auch nicht in dem Maße, wie wenn ich die Pumpe nach unten reguliere. So, nächstes Thema. Ja, und ich habe Ihnen auch ein wasserchemisches Thema heute wieder mal aufbereitet. Wir waren in letzter Zeit öfters mal, nicht wir, ich war, aber Sie waren nicht dabei. Doch, wir waren öfter mal in Anlagen, wo der Sauerstoffwert nicht gestimmt hat, wo er morgens schon extrem tief war. Ich wollte Ihnen heute einfach mal ein witziges Bild zeigen von unserer Testanlage, wo unser Analyzer dranhängt, also die Kurven, die Diagramme bauen wieder auf viele tausend Daten auf. Und wir wissen, in der Testanlage hier im Gegensatz zu Außenteichen haben wir abends die niedrigsten Werte, wohingegen Sie morgens die niedrigsten Werte haben. Und wenn Sie den linken Teil des Diagramms anschauen, da sehen Sie unten, die Temperatur war konstant bei 21 Grad. Oh, jetzt fehlt rechts, fehlt die die hat es rausgeschnitten, die Temperaturangabe. Also für die Temperatur, für die blaue Kennlinie gibt es keine Y-Achse, sondern das ist nur der Sauerstoffgehalt. Also, wir sehen hier, die Temperatur war recht konstant bei 21 Grad. Auch hier wieder nachts um 3 haben wir dieses Phänomen, auch beim pH-Wert häufig, dass da irgendwas um 3 Uhr passiert. Also da gibt es einen leichten Knick und zwar jede Nacht, worauf der aufbaut, ich kann es Ihnen wahrlich nicht sagen. Aber auch das werden wir vielleicht noch irgendwann rausfinden. Also, die Temperatur war 21 Grad und um Ihnen zu zeigen, was das für einen Sauerstoff bedeutet, wenn man so eine Anlage einfach mal hochheizt, weil viele von Ihnen haben ja Innenhälterung, aber auch im Außenbereich spielt das eine Rolle, wenn im Sommer die Temperaturen immer noch höher, noch höher, noch höher steigen. Was das bedeutet, wenn wir nur 1,5 Grad Temperaturerhöhung haben, das sehen wir hier. Die Futtermenge war 1 Kilo, wir haben nichts geändert außer der Temperatur, wir haben den Sauerstoffeintrag gleichgelassen, wir haben die Belüfterleistung gleichgelassen, wir haben alles gleichgelassen, die Pumpenleistung gleich, es gab also keine Veränderung. Und jetzt schauen Sie an, wo wir bei 21 Grad ein Tagestief von 7,6 Milligramm hatten, haben wir bei durch nur 1,5 Grad Erhöhung schon nur noch 6,7 Milligramm pro Liter am Tagestiefpunkt. Der ist jeweils abends um 19 Uhr, das ist eine Stunde nach der letzten Fütterung. Wir füttern bis 18 Uhr. Und wenn Sie eine Innenhälterung haben, dann wird es bei Ihnen genauso sein. Eine Stunde nach der letzten Fütterung haben Sie den Tiefpunkt. Und da sollten Sie zwingend den Sauerstoffwert messen. Wenn Sie im Sommer im Außenbereich messen, sollten Sie das kurz vor Sonnenaufgang machen, dann, wenn noch keine Photosynthese stattfindet. Und jetzt überlegen wir uns, wenn man kein Messgerät hat, um den Sauerstoff zu bestimmen, aber man hat Karashi-Koi oder andere Koi, die man großziehen will, man hat richtig Bock da drauf, man hat gerade Konishi Number One bekommen und jetzt will man richtig Gas geben und jetzt hat man im Blog irgendwo gehört, die Kamera hat gesagt, bei 24 bis 26 Grad wachsen die am besten. Ich kann Ihnen versprechen, hätte ich die Anlage auf 24 Grad geheizt, ohne zu messen, wäre der Sauerstoffwert unter 6 Milligramm gegangen, bei 26 Grad wäre unter 5 Milligramm. Und dann kann es für Koi auch schon blöd werden. Und das ist eben genau das Problem. Mit steigenden Temperaturen, nach Henrys Gesetz, kann das Wasser immer weniger Gase und somit auch Sauerstoff speichern. Also die Speicherkapazität geht zurück. Und gleichzeitig steigt aber sowohl von der Mikrobiologie und von den Koi der Sauerstoffbedarf. Insbesondere dann, wenn sie im Aktivstoffwechsel sind, heißt für die Koi, wenn sie gefressen, wenn sie verdauen und für die Filterbakterien, wenn sie dann natürlich viel Ammonium und Nitrit umsetzen müssen. Und zusammen ist es natürlich eine große Scheiße, dass dann, wenn man am meisten Sauerstoff braucht, gleichzeitig am wenigsten zur Verfügung steht. Und das wollte ich Ihnen einfach hier mal ganz kurz bildhaft darstellen, dass Sie wissen, dass das nicht immer nur bla 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 ist, sondern dass da wirklich was dahinter steckt. Interessant finde ich übrigens, ich habe die Anlage mit dem Genesis Yellow Power hochgeheizt, wie ganz linear das nach oben geht. Also sieht wirklich witzig aus. Also, jetzt stellen wir noch den Teich von Thomas und Anja vor. Und sie schreiben uns, hallo, mein Teich hat ca. 70 Kubik. Ich habe ihn 2013 komplett in Eigenleistung gebaut. Auch die Filteranlage ist Eigenbau. Der Teich ist 11 Meter lang und 7 Meter breit. Er hat eine, das ist groß. Er hat eine umlaufende Flachzone von ca. 1 Meter Breite und 50 cm Tiefe. Von da aus fällt er dann auf 2 Meter Tiefe ab. Leider verfügt er über nur 2 Bodenabläufe und 2 Skimmer, was für 70 Kubikmeter natürlich viel zu wenig ist. 2013 gab es ja leider noch keinen Modern Koi Block. Im Teich schon ca. 25 Koi von 35 bis 65 cm. Die Filteranlage ist in Halbschwerkraft gebaut. Halbschwerkraft ist geil. Das hat nicht mal Einstein gewusst, dass es sowas gibt. Die 4x DN110er Leitungen kommen also im rechten IBC an. Von da aus wird das Wasser in den Siebfilter gepumpt, der mit einer 80 Mikrogase bespannt ist und über eine automatische Rückspülung verfügt. Dann geht es weiter durch die Tonnen, die mit statischem Helix und Japanmatten bestückt sind, von
unten belüftet werden. Dann geht es durch die Tauch-UVC und nochmals durch Japanmatten und dann über 3x110 zurück in den Teich. Auch wenn ich mit der Wasserqualität eigentlich recht zufrieden bin, möchte ich die Filteranlage in diesem Jahr komplett umbauen. In den Filterkeller soll eine zusätzliche Wand eingezogen werden. Dann wird alles mit Dichtschlamm abgedichtet, sodass ich ca. 80% des Filterkellers fluten kann und mir so viel mehr Platz für Biofiltermaterial zur Verfügung steht. Mit freundlichen Grüßen. Ja, Thomas, du hast nicht mit Anja unterschrieben, das habe ich deiner E-Mail-Adresse entnommen. Wir schauen deinen Teich an. Das geht 4,25. Und wir sehen wirklich 7 auf 11 Meter. Das ist natürlich ein Wort. Im Moment noch abgedeckt. Wunderbar. Mit Doppelstegplatten. Musst du immer mal gucken, dass du auch alle Fische in jeder Ecke siehst und dass nicht die Algen wie Seetang von den Stegdoppelplatten runterwachsen, die isolieren natürlich wie der Teufel, aber man darf nicht vergessen, die Wasseroberfläche ist hermetisch gegen die Umwelt abgeschottet. Ja? Also mit anderen Worten, wenn die Belüftung ausfällt und das vielleicht im Winter bei 5, 6, 7 Grad, ist das nicht so das ganz große Thema. Wenn der Strom ausfällt, dann wird's da oder kann es da relativ schnell blöde werden. Da hast du jetzt aufgedeckt, dass wir sehen, dass die Belüftung läuft. Das ist auch wichtig und das würde ich auch täglich zweimal kontrollieren, wenn wahrscheinlich liegt die eine Stegdoppelplatte dann auch noch da drauf. Wieso hast du in der Mitte diese Kugeln gemacht? Das ist für mich nicht, erschließt sich mir nicht ganz. Zumal dir da passieren kann, wenn du in der Mitte mal ein Fisch springt, dann springt er aus den Kugeln raus und landet auf den Styrodurplatten. Und von dort aus wird er vielleicht auch nicht mehr reinkommen. Aber irgendwas wirst du dir wahrscheinlich schon dabei gedacht haben oder sehr sicher sogar. Hier das Kimmer. Und auch deine Koi sehen wunderbar aus. Gut aus dem Winter gekommen, auch kein Schleim, kein gar nichts, sondern einfach agile Kerlchen. So, dein Filter, hier die Zulaufkammer, wie es scheint, und dann der Klassiker, den wir auch schon immer wieder mal gesehen haben, mit ganz normalen Mülltonnen, dann ein Mostfass. Das Wichtigste ist, dass die Dinger formstabil sind und natürlich wasserdicht und natürlich auch, dass man vernünftig Verschraubungen reinmachen kann, weil man muss ja die Behälter irgendwie untereinander verbinden. Aber wenn das funktioniert, hat es gegenüber Profimaterial, was zum Teil recht teuer ist zum Kaufen, keinerlei Nachteile. Hier hast du einen Siebfilter gebaut, hast den gleichen Niveauschalter wie im Teich zuvor. Und sag mal, ihr seid doch Brüder, der hat es vorher ganz genauso gemacht. Eieieiei, das ist ja geil, wie das absprüht. Sieht aus, wie wenn ein Wal gerade irgendwie Luft pustet. Also was ihr in der Lage seid, alles selber zu bauen, das finde ich schon aller Ehren wert. Das finde ich schon richtig geil. Hier deine erste Mülltonne mit Japanmatten. Da hast du deine UV-Lampe drin, passt farblich sehr gut zu dem Fass. So, was sehen wir noch? Da war ein Konishi-Futterring gelegen, den haben wir vor wie vielen Jahren zu Weihnachten verschenkt, also du bist ein treuer, langjähriger Kunde. Ein bisschen Sinkfutter für den Winter. So, deine Koi sehen auch wohlgenährt aus. Sieht man jetzt nicht ganz so gut, aber stehen zumindest einige da. So viele hast du ja, glaube ich, gar nicht im Teich. So, ui, jetzt wird's hell. Eieiei, das hat geblendet. Ist aber nicht schlimm. Geiler Chagoi mal wieder. Also du stehst auch mehr auf Kawari Mono. So ein Konishi-Teich, da passt der Futterring gut dazu. Also den jetzt verkehrt rum geht? Nee, halt, Quatsch, jetzt habe ich einen Hänger gehabt. So. Also die Jungs bzw. Damen kannst du auch noch ein paar Tage etwas spärlicher füttern. Da brauchst du keine Angst haben, dass da irgendwas passiert. Also auch an dich, Thomas und deine Frau. Vielen, vielen Dank für das Video, für den Beitrag. Machen Sie es gut.
Morgen geht es weiter und bis die Tage. Ciao.